Hallo zusammen, ich möchte mit euch eine Exponentialgleichung lösen. 4 hoch x plus 2 plus 4 hoch x plus 5 ist gleich 65. Und eine Exponentialgleichung erkennt ihr immer daran, dass im Exponenten die Unbekannte steht. Um diese Exponentialgleichung zu lösen, benötigen wir ein ganz wichtiges Potenzgesetz, und zwar a hoch m mal a hoch n ist gleich a hoch m plus n. Wenn wir also zwei Potenzen miteinander multiplizieren und die Basis gleich ist, dann erhalten wir eine Potenz, wo die Basis mit den Faktoren übereinstimmt und die Exponenten werden addiert. Und dieses Potenzgesetz, das wenden wir jetzt hier auf unsere Gleichung an. Und zwar werden wir 4 hoch x plus 5 umformen. 4 hoch x plus 2 lassen wir stehen. Und für 4 hoch x plus 5 schreiben wir 4 hoch x plus 2 mal 4 hoch 3 und das ergibt 65. 4 hoch x plus 2 mal 4 hoch 3, wenn wir die Exponenten addieren, also x plus 2 plus 3, dann erhalten wir gerade wieder die x plus 5. Was haben wir dadurch jetzt erreicht? In unserem ersten Summanden haben wir jetzt 4 hoch x plus 2 und in dem zweiten Summanden haben wir auch 4 hoch x plus 2 zu stehen. Das bedeutet, wir können das Distributivgesetz anwenden. Also a mal in Klammern b plus c ist gleich a mal b plus a mal c. Das heißt, wir können mit dem Distributivgesetz so eine Klammer auflösen, können also ein Produkt in eine Summe umwandeln. Aber weil hier ein Gleichheitszeichen steht, können wir auch eine Summe in ein Produkt umwandeln. Und das wollen wir machen. Wir wollen diese Summe in ein Produkt umwandeln. Und dazu muss man den Faktor, der in beiden Summanden vorkommt, faktorisieren, also vor die Klammer ziehen. Und hier haben wir 4 hoch x plus 2 und auch hier 4 hoch x plus 2. Wir können uns bei dem ersten Summanden auch noch vorstellen 4 hoch x plus 2 mal 1. Und jetzt können wir 4 hoch x plus 2 faktorisieren, also vor die Klammer ziehen, mal. Und dann bleibt vom ersten Summanden noch die 1 und vom zweiten Summanden 4 hoch 3 stehen. Also 1 plus 4 hoch 3. Und das ergibt 65. 4 hoch 3, 4 mal 4 mal 4, das sind 64, plus 1 ergibt 65. Also haben wir auf der linken Seite 4 hoch x plus 2 mal 65 zu stehen. Auf der rechten Seite ebenfalls 65. Wir können jetzt also durch 65 dividieren und erhalten 4 hoch x plus 2 ist gleich 1. Und für 1 können wir auch schreiben 4 hoch 0. Irgendetwas hoch 0 ergibt immer 1. Also 4 hoch x plus 2 ist das gleiche wie 4 hoch 0. Und jetzt haben wir eine Gleichung erhalten, wo wir auf der linken Seite eine Potenz zu stehen haben und auf der rechten Seite ebenfalls. Die Basen sind gleich und wenn jetzt auch noch die Exponenten übereinstimmen, dann haben wir eine wahre Aussage, denn dann müssen ja beide Potenzen gleich sein. Wir führen jetzt also einen sogenannten Exponentenvergleich durch. Wir sagen also, x plus 2 muss mit 0 übereinstimmen. Und erhalten damit die Gleichung x plus 2 ist gleich 0. Und diese Gleichung können wir lösen, indem wir 2 subtrahieren und dann erhalten wir x ist gleich minus 2. Und dies ist unsere Lösung für die Exponentialgleichung. Wir können auch nochmal eine Probe machen. 4 hoch minus 2 plus 2, das ergibt 4 hoch 0. Und 4 hoch 0, das ist 1. Plus 4 hoch minus 2 plus 5, das sind 4 hoch 3. Und 4 hoch 3 haben wir schon gesehen, das sind 64. Und 1 plus 64 ergibt tatsächlich 65. Alles Liebe, alles Gute, euer Jagdmeister X.